Ich bin Monika Bandi, die Co-Leiterin der Forschungsstelle Tourismus an der Universität Bern, habe Einsitz in der Programmleitung des CAS Tourismus und Digitalisierung und bin verantwortlich für die Studiengangsleitung. Im CAS Tourismus und Digitalisierung möchten wir die Komplexität des Tourismus einerseits verstehen. Das soll dazu führen, strategische Entscheide auch grundlegender zu fällen, natürlich auch Methoden und Instrumente dazu zu erlernen, um damit den Tourismus im digitalen Wandel zu unterstützen. Weiter geht es darum, natürlich auch das Netzwerk auszubauen mit den Referenten und den Studierenden und das erlernte Wissen in einer CAS-Transferarbeit schlussendlich auch auf den eigenen Betrieb anzuwenden. Im CAS Tourismus und Digitalisierung wollen wir den verschiedenen Herausforderungen für den Tourismus nachgehen. Wir wollen verstehen die Komplexität, wir wollen aber auch die neuen Methoden und Möglichkeiten der digitalen Instrumente untersuchen und auch anwenden, um damit schlussendlich eigentlich die Chancen und auch die Gefahren für den Tourismus im digitalen Wandel eigentlich ableiten zu können. Als Voraussetzung für in CAS Tourismus und Digitalisierung teilnehmen zu können, ist ein Hochschulabschluss erforderlich, aber auch 3 Jahre Berufs- und Führungserfahrung, um damit auch einen Leistungsausweis mitzubringen. In der Realität ist es vor allem eine solide Aus- und Weiterbildung, langjährige Berufs- und Führungserfahrung, die auch gefordert ist. Es braucht aber auch Interesse, sich im digitalen Wandel am Beispiel Tourismus zu vertiefen und schlussendlich auch sich zu vernetzen im ganzen Netzwerk des Tourismus und den verschiedenen Stakeholders. Für den CAS Tourismus und Digitalisierung zu absolvieren, ist es sicher von Vorteil, wenn man großes Interesse am Tourismus, aber auch an der Digitalisierung mitbringt. Wir dagegen bringen forschungsbasiertes Wissen, das wir für die Praxis aufbereitet haben, mit. Man bekommt aber auch einen kollegialen Austausch mit den Mitstudierenden oder von uns mit der Studiengangsleitung. Und am Schluss ist klar, die starken und die prägendsten Stimmen zum Schweizer Tourismus sind bei uns als Referenten mit an Bord und stehen für die Teilnehmenden zur Verfügung. Auch wenn im Tourismus Zeit und Geld oft knapp sind, ist die Digitalisierung eine Chance, um in Zukunft rentabler zu wirtschaften. Es braucht dazu aber unbedingt Führungspersönlichkeiten, die dieses digitale Wissen mitbringen in die Unternehmung und die Segel in die richtige Richtung setzen können. Damit können sie vom Wind der digitalen Transformation profitieren und das eigene Unternehmen zielgerichtet in der digitalen Transformation mit- und umgestalten.